بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen mögen auf dem Propheten ruhen, sowie auf seiner Familie und seinen Gefährten. Wenn Allah jemanden recht leitet, der ist der Rechtgeleitete. Und wenn Allah jemanden irregehen lässt, für den findest du keinen Wegweiser. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und Diener ist. O mein Herr, breite mir meine Brust aus und erleichtere mir meine Angelegenheit und löse einen Knoten aus meiner Zunge, damit sie meine Worte verstehen. Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich danke Allah Azza wa Jalla darum, dass er diese Gelegenheit hier ermöglicht hat, meine Geschwister zu treffen und zu sehen, und um letztendlich über dieses wichtige Thema zu sprechen, Thema Erziehung. Und ich habe mir überlegt, wie soll ich das Thema von heute nennen? Weil Erziehung ein weit gefächertes Thema. Und ich fand das Thema so zu nennen, Erziehung, viel Spaß. Viel Spaß beim Erziehen. Das ist mehrdeutig. Was heißt viel Spaß beim Erziehen? Heißt, wir werden lernen, wie wir viel Spaß bekommen mit Erziehen? Oder bedeutet es auch letztendlich, Erziehen, viel Spaß damit? Erziehung ist eine harte Angelegenheit. Eine schwere Aufgabe. Schwer deswegen, weil unsere Kinder für uns viel bedeuten. Wenn unsere Kinder wie eine Hauskatze wären, man besorgt sie, tut sie im Haus, bringt ab und zu Futter nach Hause und wechselt das Klo und fertig. Macht sich jemand großartig Gedanken über die Hauskatze? Aber wenn es um Erziehung geht, unserer eigenen Kinder, dann ist es eine härtere Angelegenheit, weil unsere Kinder uns letztendlich ins Herz legen. Und deswegen, bei den meisten Leuten, mit denen ich rede über Thema Erziehung, die wollen so wie einen Zauberstab kriegen. Ne? Mein Kind, der ist zu Hause im Hal-Jinn, gleich wie Al-Afrit, zu Hause wie ein Jinn, der aus der Öllampe rauskommt, immer wieder. Hast du nicht irgendwie du und deine Psychologie und das, was du kennst und keine Ahnung und irgendeine Formel, wie wir sprechen und dann sind unsere Kinder, MashaAllah, Allahumma barik, wie alle, die hier vorne sitzen. Und ich will mich nicht fragen, ob sie vielleicht Tabletten vorher gekriegt haben. Ne? Weil MashaAllah ist selten, dass man so die Kinder nebeneinander lieb sitzen sieht. Aber die Hälfte ist von Sheikh Amin, seine Schüler, MashaAllah, Allahumma barik, und die anderen Hälfte, ne? Muss mal aufpassen. Mein Kind, deswegen. Und Gastkind. So, fangen wir mal anders. Fangen wir anders an. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der macht eine Ausbildung zu Automechatroniker? Ne? Und geht zur Werkstatt zu seinem Meister und sagt, Meister, ich habe wirklich nicht viel Zeit und Bock. Ne? Was soll ich tun, damit ich meinen Meisterbrief kriege? So, was erwartet ihr? Habt ihr schon von sowas gehört? Wer hat schon sowas gehört? Also keiner. Alhamdulillah, sind wir uns einig. So, mein Meister zu werden in irgendeinem Fachgebiet, dafür muss man viel, viel ausgeben. Zeit, Mühe, Kraft und vor allem viel Lust und Interesse. Und hinterher auch viel am Ball bleiben. Und genauso, liebe Geschwister, Thema Erziehung.
Wenn man kommt heute zum Vortrag und denkt, ja, da habe ich zwei Wörter und mit meinen Kindererziehung hat sich erledigt, ich habe mein Bestes getan, dann sind wir zu mangelhaft, leider. Die Pädagogen sprechen über Kindererziehung wie auf Holz oder auf Steine. Wie nennt man das? Steine hauen. Ne? Meisen, siehst du? Der hat es gesagt, Mashallah. Zumindest bist du ehrlich, das ist gut. Yani, du hast einen Riesenbrocken und du willst daraus eine schöne Gemälde machen. Mit einem Hauen, einmal draufhauen, wird das nicht schön aussehen. Aber du bleibst am Ball. Jeden Tag ein bisschen diese, die Nase und diese, das ist okay für uns Muslime, haram, aber ich gebe es nur als Beispiel. Ne? Und die Fingerspitzen Stück für Stück. Nach einer langen Zeit bekommt langsam, langsam dieses Brocken eine Statur, eine Form. Und so ist dein Kind. Unser Kinder sind manchmal dickköpfiger als diese Steinmauer. Aber wenn die Steine auch gemeißelt werden, richtig, so können unsere Kinder bestimmt auch mit der Zeit die Form bekommen, die nicht nur uns alleine zufriedenstellen sollte, sondern in erster Linie wen soll das zufriedenstellen? Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, freut mich. Euer Jugendlichen und Jungs hier sind mashallah wachsam. Aber die Erziehung, liebe Geschwister, die bedarf gewissen Regeln, wie jede andere Disziplin. Yani subhanallah, wir leben in einer Gesellschaft, man wird nicht hinter einem Auto sitzen und irgendwo von A nach B fahren, wenn man nicht einen Führerschein hat. Sogar wenn du eine Bäckerei aufmachen willst, in unseren Ländern, du musst zwei Sachen können. Du musst Mehl kneten können, stimmt, mit Wasser und gut verkaufen können. Hier kann jemand die Bäckerei einfach von jetzt auf gleich aufmachen? Kann man? Sicher? Wenn man Bäckerei aufmachen will, was? Man muss erstmal klein anfangen. Sehr gut. Klein anfangen ist immer gut. Was muss man machen? Man muss das beantragen, Behörden gegenüber. Behörden? Du kommst zur Behörde und sagst, ich will Bäcker werden. Was verlangt der Behördenmeister von dir als erstes? Hast du Ausbildung? Nein. Tut mir leid. Du kannst aushelfen irgendwo in Bäckerei, aber dass du sagst, du betreibst eigene Bäckerei, nein. Aber Kinder machen. Wir sind Meister, Mann. Ne? Haben wir dafür Ausbildung? Kulshi ma'anzi dirbi. Alles kommt von Gott. Gut, das Biologische kann jeder. Aber Vater werden im Sinne von Aufgaben vom Vater erfüllen oder Mutter, mutterlicherseits. Leider, wir als Muslime heutzutage fragen wir wenig nach der Bildung oder Ausbildung. Man muss nicht gleich Psychologe werden oder was weiß ich, um ein Vater zu sein. Aber ein paar Vorträge schaden dich doch gar nicht. Ein paar Seminare schaden gar nicht. Und zwar schon von vornherein, während man auf der Ehesuche ist, auf der Frauensuche ist, wenn die Frau schwanger geworden ist, spätestens, wenn die Frau schwanger geworden ist, wenn das Baby auf diese Welt gekommen ist, wenn du viel verpasst hast, ist nicht schlimm. Du kannst alles nachholen. Aber es muss zwischen uns erstmal klar sein, dass eine Erziehung ohne Grundregel nicht klappen wird. Zumindest nicht so, wie wir es gern hätten oder wie es Allah Azza wa Jalla zufriedenstellen würde. Liebe Geschwister, unsere Religion hat eine schöne Sache, dass die zum Wissen aufgerufen hat und alle möglichen Wissenschaften unterstützt hat, solange sie in ihren Zielen und in ihren Prinzipien mit den islamischen Grundwerten nicht widerspricht. Das heißt, wenn jemand auch ein paar Bücher liest, die rein über Erziehung sprechen und so weiter, solange die Aussagen sich mit Islam nicht widersprechen, Islam unterstützt das und will, dass wir davon profitieren
Und das, was ich euch heute bi'iznillahi ta'ala erwähne, ist eine, yani, ist der erste Schritt auf diesem Weg zum Erlernen der Erziehung. Und deswegen, wie bei jeder Disziplin, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, es gibt Fundamente. Genau bei der Erziehung der Kinder gibt es Grundregeln, Grundbausteine. Wir müssen differenzieren, dass bei Kindern zumindest, also mindestens 7 Etappen gibt es. Ein Kind mit 1 Jahr ist nicht gleich ein Kind mit 3 Jahren, ist nicht gleich ein Kind mit 7, nicht gleich ein Kind am Anfang der Pubertät oder am Ende der Pubertät. Das müssen wir langsam auch feststellen. So wie du mit dem 3-Jährigen redest, ist nicht wie mit dem 7, nicht mit dem 9 und nicht mit dem 14-Jährigen. Manchmal, wir als Erwachsene, wir sehen unsere Kinder, der ist 1 Jahr, der krabbelt und der hat noch Windeln. Mit 3, 4, 5, in deinen Augen ist immer noch das Kind, was krabbelt mit Windeln. Und er ist irgendwann 11, 12, 13, er innerlich sieht sich groß an und ein Mann. Vor allem in der Schule vielleicht mit seinen Mitschülern. Er ist der kräftigere, gebaute bei denen. Er tut dem runter, der kommt nach Hause. Seine eigenen Eltern betrachten ihn immer wie der 2-3-Jährige mit der Windel. So wir tun unseren Kindern viel Unrecht, wenn wir nicht mit ihnen wachsen in unseren Mitteln der Erziehung. Ein Kind wächst nicht nur im Körper, er wächst im Körper. Seine Psyche wächst mit. Seine Gefühle wachsen mit. Seine Zuneigungen wachsen mit. Seine Interessen wachsen mit. Er wächst auf 5, 6, 7 verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Du guckst nur mal, wie viel wiegt er? Wie größer ist er? Weil du musst nach, wie groß ist sein Schuh geworden? Weil du musst Anfang der Schule Schuhe kaufen. Du denkst nur an diesen Maßen. Aber es gibt ganz andere Maßen oder Dimensionen bei dem Kind, die mitwachsen, die müssen wir es berücksichtigen. Warum habe ich meine Worte gesagt, ganz am Anfang, liebe Geschwister? Es gibt keiner, der in Meisterbetrieb reingeht, gibt einen Antrag, kommt als Meister raus. Heute will ich mit euch nur ein paar Anhaltspunkte ansprechen, um in euch das wahre Gefühl des Erziehungsberechtigten zu wecken, dann macht ihr eure Schritte weiter. So wächst, wie gesagt, das Kind in verschiedenen Phasen und in verschiedenen Lebensbereichen, nicht nur so, wie wir es denken. Und deswegen, liebe Geschwister, was ist der gemeinsame Nenner zwischen allen diesen Etappen? Der gemeinsame Nenner zwischen diesen Etappen, mit dem möchte ich heute, über den möchte ich sprechen, dass jeder von euch, egal wie groß oder klein seine Kinder sind, dass ihr mindestens etwas mit nach Hause nimmt. Die Erziehung, liebe Geschwister, braucht Regeln. Und das ist ein Muss für jede Familie. Und ich glaube, keiner von euch zweifelt daran, dass in der Familie, bei der Erziehung, Regeln geben muss. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder wollen die Regeln. Kinder manchmal stoßen nicht gegen die Regeln, weil sie gegen die Regeln stoßen wollen, sondern einer der gemeinsamen Nenner ist, unsere Regeln zu Hause, inwieweit gründen wir sie und bilden wir sie in Zusammenarbeit mit unseren Kindern. Wie ich erwähnt habe, die Kinder mit 3, 4, 5, sie wachsen an und die bekommen das Gefühl, mein Anteil, mein Anrecht in dieser Familie wächst mit. So wenn es irgendwann, sagen wir mal Beispiel, zu Urlaub geht, die Kinder wollen auch das Gefühl haben, man hat mich mit angesprochen, mit einbezogen. Wenn nur Papa und Mama zu Urlaub gehen wollen, dann können sie gehen, dann bleibe ich zu Hause. Nein, nein, wir gehen zu Urlaub. Ich hätte gern, was? Halt die Klappe, Mann, wo willst du hin?
Du steigst im Auto, da wo wir hingehen, du kommst mit. Natürlich, und das kennen viele von euch mit 12, 13, 14, die wollen zur Heimat, das Kind rebelliert zu Hause, ich will nicht zur Opa, ich will nicht zur Oma. Weil er hört, sein anderer Freund geht woanders, der andere geht woanders, nur ich gehe jedes Jahr zum gleichen Ort, wo ich die Sprache gar nicht mal verstehe, wo die Nachbarkinder mich glotzen, wie wenn ich aus einem anderen Planet komme. So, die lachen natürlich, weil die fühlen sich angesprochen wahrscheinlich. Ne? So, Regeln sind wichtig, aber wie gestalte ich diese Regel? Auf eine diktatorische Art und Weise oder versuche ich meine Kinder zum Beispiel mit einzubeziehen? Regeln, liebe Geschwister, sind nicht ein Mittel wie eine Peitsche. Schau, wir haben Regel gemacht, komm Folter. Nein, die Regeln sollen eigentlich das Leben erleichtern. Und ich gebe zu jedem Erwachsenen ein Beispiel. Merkt euch, wenn wir auf Autobahn wären. Gibt es jemand von euch, der gern rast? Okay, unabhängig von denjenigen, die ich kenne. Gibt es jemanden, der manchmal gern Gas geben will? Einfach, nur ganz ehrlich. Da ist jemand hin. Möge Allah dich beschützen. Okay? Taib, ich gebe dir ein Beispiel. Würdest du lieber in eine Autobahn fahren, mit 20 Spuren. Du weißt, wie viel Gas du geben kannst. 20 Spuren, wo die Linien gar nicht markiert sind. Oder du willst dreispurig, wo die Linien markiert sind. Merk dir das. Schau mal, eine Autobahn, die könnte zweimal breit sein wie die Moschee Allahumma barik. Und die ist schon recht groß. Aber da willst du dich nicht wohlfühlen. Weil du fährst, du denkst, ach, kommt jemand vielleicht von rechts und links. Du kannst dich gar nicht orientieren. Du hast so eine weite Strecke und so breit ist die Straße, aber trotzdem fühlst du dich unwohl, weil du weißt nicht, wo endet dein Bereich, wo beginnt der Bereich der anderen. Aber wenn du nur drei oder vier spurig hast und jeder hat seine Linie, du weißt, wenn ich in diese Linie, du guckst, hunderte Meter, tausend Meter vorne, ich kann Gas geben, wie ich will, weil jeder hat seine Spur. So, die Markierung grenzt dich zwar ein, aber durch diese Eingrenzung spürst du Freiheit. Das ist wissenschaftlich, das ist psychologisch, hat nichts mit Islam zu tun. Und deswegen, wenn man diesen Hintergrund versteht, versteht man, warum man eigentlich als Muslim unter den Grenzen des Islam sich wohler fühlt als andere, die sagen, wir wollen ohne Grenzen leben. Dieser Islam, halal, haram, wir wollen leben, wie wir wollen. Da bekommst du die Freiheit, lebe wie du willst, wallahi, sie leben unglücklicher. Warum? Weil das ist Natur, nicht nur des Menschen. Ich erinnere mich mal an ein Experiment. Ein Lehrer wollte seinen Schülern ein klares Beispiel zeigen, dass manchmal die Regeln in der Schule gerade dir Freiheit bieten und nicht Gegenteil. Er sagte, wir nehmen ein Aquarium. Aquarium, ohne gar nichts, leer, mit Wasser drin gefüllt und haben die einen Fisch reingemacht und mitten in einer leeren Wüste gemacht. Der Fisch, der merkt ja dieses Glas gar nicht. Der guckt weit und breit, weite Wüste. Was hat der gemacht? Er ist mitten von diesem Aquarium stehen geblieben und hat nur sich so viel bewegt, dass er nicht verkümmert. Nur so viel geatmet, wie er sich bewegen konnte. Der Fisch wurde überfordert mit diesen riesen, vasten Wüste um ihn herum, die keinen Hand und Fuß hat, keine Grenzen. Kurz wäre er gestorben, weil er bewegt sich kaum, wäre gestorben. Sie haben das Experiment dann erweitert. Was haben die gemacht? Ein paar Steine an dem Rand vom Aquarium, ein paar Wasserpflanzen gemacht und Dekorationen. Das Fisch wurde aufgelebt. Warum? Weil er weiß, hinter diesem Baum kann ich mich verstecken. Diese Steine, die geben mir den Bereich, wo ich mich befinden kann, wohlfühlen kann. So er begann, er hat gelernt zu schwimmen in diesem Aquarium und ihn interessiert nicht mehr, was hinaus dieser Grenzen war. Und so, wenn wir mit unseren Kindern zu Hause klare Regeln stellen,
Diese Regeln sorgen für das Kind, für Freude. Warum? Weil man sagt, ey, 5 Uhr, geh mal schlafen. Ah, ich wollte erst heute mit Hans draußen treffen, spielen. Weil gestern war ich erst um 7 zu Hause. Nein, heute um 5. Mann, das heißt, nächsten Tag hat er Angst. Ist es 5 oder 7? Und was ist, wenn Papa sagt, doch 3? Hatte schlechte Laune heute mit seinen Mitarbeitern oder so. Wenn du sagst, mein Sohn, warte. Wollen wir uns einigen über eine Sache? Was denn? Du magst gerne draußen spielen zum Beispiel, stimmt? Okay, wann kommst du von der Schule? Wann kommen die meisten von der Schule? 13 Uhr. 13, 14 Uhr, sagen wir mal so, ja? Wenn du von der Schule kommst, was machst du gerne? Nach Essen und so, weiß ich. Du gehst raus. Hausaufgaben gehören nicht zur Tagesordnung. Machst du wann? Nachts. Allah. Ich kenne noch ein deutsches System, weißt du? Zumindest von Heilbronn. Hier ist vielleicht andere Baustelle. Normalerweise, ich gebe einen Vorschlag und sag mir du deine Meinung. Wenn du mit deinen Eltern ausmachen würdest, immer wenn du nach Hause kommst, du darfst zum Beispiel eine Stunde draußen spielen. Und du darfst Fahrrad fahren, Roller machen, chillen, deine Sache. Aber dann spätestens 15 Uhr gibst du zum Beispiel Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, und dann machst du eine Stunde Hausaufgaben. Und du weißt, das steht dir diese 2 Stunden. Wenn du einmal doch später mit deinem Freund spielen willst, du darfst die Stunde vorschieben von Schule und dann rausgehen. Und du darfst dich in diesem Rahmen bewegen. Findest du das für dich eher eine Einschränkung oder eher eine Befreiung? Ist dein Vater heute da? Schade. Hätten wir das festgenagelt, Mann. Ne? So grundsätzlich, die Kinder, die wollen alle, schau mal, Regeln für Kinder, die fühlen sich, ach, Papa sagt nein, nein, nein. Für ihn ist alles nein, manchmal er versteht nicht den Sinn hinter nein. So, wenn ich ein Gesetz mit ihm mache, es geziemt sich, ihn an diese Gesetzgebung mit einzubeziehen. Mein Sohn, ich mag nicht, dass du spät bleibst, weil habe ich jedes Wochenende mit dir diesen Stress in der Schule. Wie wäre es, wenn wir 1, 2, 3 machen? Wenn er die Weisheit dahinter versteht und dabei selber motiviert ist, du wirst die halbe Miete bezahlt haben. Weil er fühlt sich, Schule ist mein Projekt. Das ist etwas, was mich erfüllt. Ich will meinem Papa beweisen, das, was wir ausgemacht haben, daran halte ich mich. Aber wenn er ständig etwas haben will und du willst etwas anderes, was im Nachhinein das gleiche Ziel hat, aber er blickt es nicht durch, du musst alles selber aufbringen. Und da hast du nur ein rebellisches Kind zu Hause. Regeln, liebe Geschwister, erleichtern die Arbeit zu Hause. Aber, wie gesagt, bezieh sie mit ein. Und eine der Grundregeln, die ich euch inshallah heute geben würde, ist, verbiete nichts, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Verbiete nichts, wenn es nicht notwendig ist. Manchmal unsere Kinder haben ein bisschen Neugier. Yani, ihr wollt nicht wissen zu Hause von dieser Maus, wie viele bei mir rumliegen. Die haben nicht alle gekauft. Mein Sohn sammelt sie vom Sperm. Ich weiß nicht, warum. Manchmal meine Frau sagt, ah, was bringst du mir wieder Müll? Ich sage, warte, kostet uns das was? Nein, das macht ihm Spaß. Lass ihn holen. Und später schmeißen wir alles auf einmal weg. Aber nachdem er seine Lernsucht daran entdeckt hat, ich habe immer ich erinnere mich im Eid. Neues Auto gekauft, oh, Remote Control und alles war glücklich. Komm ich am nächsten Tag, Papa, guck mal, dieses Chip ist das. Sag, ey, ganze Teile auseinandergenommen. Das Zeug kostet mir 10 Euro, 15 Euro, aber das befriedigt seine Neugier. Er will wissen, warum, wenn ich hier drauf drücke, etwas passiert. Wenn du mit Nein, Nein, Nein immer aufkommst, du bremst einfach die Talente deines Kindes und du weißt es nicht. Okay, das ist meine Tochter. Nicht wundern. Jakita! Schnuppertier. Was ist denn Jakita? Diamond.
Ophelia. Was? Ophelia kann ja hier. Die Jacke von ihrer Schwester, Mann, habe ich doch die Filmchen. Sieh dir Kalbi Ali. Baba, ein Schiff in der Himmel. Schiff in der Himmel, mashallah. Ja, das sieht. Alles. So, die Sache ist ja, manchmal nein, nein, nein. In Dingen, die vielleicht gar nicht ein Nein brauchen. Aber du bringst deinem Kind bei was. Egal, welche kreative Gedanken ich bekomme, ich darf eh nicht. Ich darf eh nicht. Ich darf eh nicht. Und manchmal dein Kind vor deinen Augen ist ja diszipliniert. Papa ist da. Er berührt nichts. So, mashallah. Der guckt nur rechts und links. Wann geht Baba raus? Sobald Baba rausgeht, lässt er die raus. Ne? Warum? Weil der andere ist auch raus. Und deswegen, einmal, ich erinnere mich, Sheikh Nabulsi, Hafizullah, hat einmal gesagt, ich habe einen Vater besucht zu Hause. Und er wollte mir sagen, wie schön seine Kinder beten. Hat zu mir gesagt, guck Sheikh, Wallahi, immer wenn ich nach Hause komme, alle meine Kinder bringen Gebetsteppich und beten, alle, pünktlich. Und er war stolz darauf. Immer wenn du nach Hause kommst, beten sie. Immer wenn ich die Tür aufmache, erste Gebetsteppich. MashaAllah. Und der Vater redet so stolz. Der Sheikh sagte, und ich will gar nicht wissen, wenn der Vater nach Hause nicht kommt, was passiert? Oder andersrum, wenn das Kind woanders ist, wo Papa nicht da ist. So von daher, bringe nicht das Kind bei, so zu leben, wie du willst, ohne dass er dazu seinen Beitrag leistet. Oder ohne dass er yani, das nachvollzieht und versteht, weil keiner will seinen Kindern zu einer Maschine verwandeln, die Befehle erteilt. Die erteilte Befehle umsetzt. Möchtest du irgendwann, du wirst alt und dein Kind eine Maschine, du drückst auf den Knopf, sagst, in Ordnung, in Ordnung. Das willst du nicht. Wer möchte von den Eltern eine Maschine für Befehle erteilen werden? Ich glaube, kein Vater will es. Denn dadurch lernen unsere Kinder eins. Derjenige, der das Sagen hat, ist der Mächtigere. Spätestens, wenn er 13, 14, 15 tut er jemanden anderen kennenlernen, der die Befehle auch erteilt. Und der ist ein Kopf größer oder hat mehr Ansehen in der Schule und dein Kind ist bei Drogendealer gelandet oder sonst was ähnliches. So von daher, wir sollen unseren Kindern nicht nur alles verbieten, sondern lässt die Kreativität bei denen frei, solange diese Sache nicht schädlich ist und erteilt keine Befehle, wenn die Kinder nicht hinter diesen Befehlen stehen oder den Sinn dahinter nicht verstehen, nicht, dass sie einfach eine Maschine zur Erfüllung der Befehle werden. Das ist eine Skizze nebenbei. Aber etwas, was ich heute auch noch ansprechen will, das ist alles auf der Gefühlebene. Vorhin haben wir gesprochen, ein bisschen über Gesetze und Regeln, in ganz ja, eine moderate Art und Weise. Aber wir vergessen öfter, dass unsere Kinder ein Haufen an Gefühle und Emotionen sind. Und die wollen bitteschön auch mal gern gestillt werden. Und deswegen die meisten Fehlverhalten, was wir sehen bei unseren Kindern, so sagen es die Fachleute. Wenn du an deinem Kind irgendein ein Fehlverhalten siehst, im Sinne von schon als kleines Kind, dass sie beginnen zu stottern oder Bettnässeln nachts, dass sie einfach ihre Ausscheidungen nicht kontrollieren. Sogar manchmal mit 7, 8 und Kinder machen noch yani Wasser lassen auf ihre eigene Hose oder wenn sie schlafen. Oder die zu starke Neigung zu Isolation und oder aggressives Verhalten, dass sie alles demoliert. Und vor allem das störende Verhalten. Immer wenn Gäste nach Hause kommen, plötzlich das Kind, alles zerstören, schreien, der will die Gäste richtig stören.
Die meisten Leute, die die Regeln der Erziehung nicht haben, versuchen jetzt die Symptome zu behandeln. Das Kind schreit, also ich schreie lauter, um ihn runterzukriegen. Das Kind hat in die Hose gemacht, ich bedrohe ihn, wenn du nächstes Mal machst. Ihr wollt nicht wissen, was ich alles gehört habe als Kind. Wallah, die haben Schere gebracht. Die haben gesagt, nächstes Mal. Und dann, was? Da wünscht sich man was. Was soll man sich wünschen? Und man als Kind glaubt das. Und du stehst auf, Bruder, jede Nacht. Du machst Dua. Du machst Ayyamul Layl als Kind. Nicht, dass etwas in der Nacht passiert. Aber dadurch haben wir Allah gefunden. Ne? So, wir behandeln manchmal die Symptome und vergessen, dass diese einfach nur eine andere Erscheinung von Grundbedürfnissen, die nicht gestillt wurden. Es gibt manchmal, ich habe eine Praxis für Psychotherapie, manchmal kommen Eltern und sagen, mein Kind kommt immer wieder nachts und klammert sich an meinem Bett fest und an mich und er will nicht schlafen allein. Manchmal mit 6, 7, 8, 9 Jahre und das Kind lässt die beiden nicht in der Nacht alleine, sein Vater und Mutter. Sobald er spürt, 12 Uhr nachts, so steht auf, rennt zum Bett. Und wenn du ein Mann bist, bring sie zurück ins Bett. Vorbei. Am nächsten Tag, Mama, liebst du mich? Baba, hast du mich lieb? Subhanallah, wenn du recherchierst, du findest meistens ein unvalidiertes Gefühl. Irgendetwas hast du diesem Kind damals gesagt und bei ihm sorgt für Pochen. Ihr kennt es. Kind mit 4, 5, ah, klammert sie, Baba, ich will Bonbon. Komm, hast du einmal gekauft, zweimal, dritte Mal, ey, sei ruhig oder weißt du was, ich lass dich hier und ich gehe weg. Kind bekommt das Gefühl, Papa wird mich im Markt lassen, kennt niemanden. Klammert dich an seinen Papa oder an seine Mann. Immer, er wird schlafen, er denkt, ich werde einschlafen, mein Vater wird abhauen. Ich werde aufstehen, Mama ist nicht mehr zu Hause. Und deswegen nachts hat er ein Gefühl von Sicherheit vermisst. Du hast dieses Gefühl bei ihm selber kaputt gemacht. So hat das Kind bei dir kein Sicherheitsgefühl. Er fühlt sich bei dir nicht geborgen. Deswegen er muss sich immer vergewissern, ob Papa wirklich da ist und Mama da ist. So, wenn du jetzt das Kind zerrst und ins Bett bringst und drohst, ich sperre das Zimmer ein, du darfst nicht kommen, du machst noch schlimmer. Und die Behandlung ist wie, nicht die Symptome, sondern die Ursache. Du musst mit ihm reden. Komm, mein Sohn, warum kommst du immer nachts? Schatz, komm, warum erzähl? Und vielleicht sagt er dir irgendwann, ich habe Angst, ich stehe auf und keiner ist da. Ah, das ist der Grund, komm, mein Schatz. Du umarmst ihn, drückst du ihn richtig, küsst du ihn, sagst, nein, ich lebe, ich würde niemals, niemals, nicht mehr. Und du befriedigst bei ihm dieses Bedürfnis von Sicherheit. So wird das Kind nicht mehr dieses Bedürfnis haben, nach dir nachzuschauen. Es gibt viele Bedürfnisse, aber ich rede über den wichtigsten heute. Auch in zusammengefasster Form. Das wichtigste Gefühl, liebe Geschwister, was alle Menschen haben, auch Junge, Kleine oder Erwachsene, war das Gefühl zu lieben und geliebt zu werden. Und ich möchte einfach jetzt in der Runde mal die Frage stellen. Wer sind alle hier Väter? Ach so, natürlich, wenn ich sage Väter, dann meine ich auch Opas. Weil die Opas wahrscheinlich graue Haare sind. Ich bin noch nicht Vater. Ich bin noch auf der Suche. Die Opas sind auch gemeint. Zum Beispiel. Die Frage ist, liebt ihr euer Kind? Liebt ihr euer Kinder? So, ich habe hier ein lautes Ja gehört. Also, manchmal, wenn ich die Frage stelle, die da sagt, ja, willst du uns veräppeln oder was? Was ist das für eine Frage? Natürlich lieben wir unsere Kinder. Ha? Aber liebe Geschwister, lass mal Kinder auf Seite. Liebt ihr eure Frauen? Also, die werden plötzlich lauter, warum? Aber ich bin mir sicher, wie oft hat die Frau zu Hause gesagt, du liebst mich bestimmt nicht. Wallah, ich liebe dich, du liebst mich nicht. Ich sage dir, ich liebe dich, du sagst, du liebst mich nicht. Wer steht um 5 Uhr morgens, geht arbeiten,
und diese ganze Geschichte. Ne? Und Dikl Utla, ich rede Arabisch bloß. Wer geht arbeiten, macht das? Weißt du, wie viel Mahr habe ich dir gegeben? 1951, das waren volle 50 Euro. Erinnerst du dich? Das ist für uns als Männer Zeichen von Liebe. Frauen sehen die Liebe manchmal mit anderen Farben. Haben andere Vorstellungen, was Liebe angeht. Und genauso, Bruder, Wallahi, ich könnte schwören. Du denkst, deine Frau macht dir immer Ärger zu Hause und Streit. Und wie oft rufst, ich will nicht, dass das Thema Frau und Mann wird, aber... Und was weiß ich. Und du beschwerst dich und öfter denkst du, oh, ich besorge mir was anderes und... Warum? Du sagst, Bruder. Bruder, weißt du, was meine Frau alles mit mir macht zu Hause? Und dies und jenes. Und ich bin mir sicher, wenn man sie fragt in einem ruhigen Moment, der wird sagen, ich habe niemanden, den ich mehr liebe als meinen Ehemann. Aber du siehst das auch nicht als Liebe. Das heißt, irgendwas läuft hier schief. Du liebst sie, aber auf deine Art und Weise. Und sie liebt dich auf ihre Art und Weise. Und das ist mittlerweile eine Wissenschaft für sich. Die Leute haben schon anerkannt und haben es verstanden, dass die Männer ein bisschen anders ticken, die Frauen ein bisschen anders ticken, obwohl sie sich beide lieben, aber streiten miteinander. Und dies ist normal. Da ich frage euch, ein erwachsener Mann mit seiner erwachsenen Frau, die kennen sich seit 30 Jahren verheiratet und zwischen denen funkert immer wieder in Bezug auf gewisse Begrifflichkeiten. Und glaubt ihr nun, wenn ich eure Kinder frage, lieben euch eure Eltern? Sie werden sagen, selbstverständlich. Nein, Wallah, ich glaube nicht. Wenn wir unsere Kinder fragen, lieben euch eure Eltern wirklich? Dann wird es haken. Weil die haben wiederum ein anderes Verständnis für Liebe. Und ich gebe euch heute drei Fragen. Ihr sollt sie beantworten für sich. Und wenn ihr sie für euch beantwortet habt, dann wisst ihr, ob ihr das erste und wichtigste Bedürfnis eurer Kinder erfüllt habt, was natürlich in Zusammenhang mit anderen Bedürfnissen, die erfüllt werden sollen, für eine gesunde Erziehung sorgen. Das sind drei essentielle Fragen. Liebst du dein Kind? Im Sinne von, sagst du ihm, dass du ihn liebst? Yani, wer hat von euch heute seinem Kind gesagt, ich hab dich lieb? Nicht, ich habe ihm 10 Euro gegeben, Sachen zu kaufen. Das ist wiederum deine Liebe. Dein Kind kennt diese Euro- und Dollar-Sprache nicht so großartig. Denn wenn das für ihn Liebe ist, dann wäre vielleicht der Onkel, lebt ihn mehr als sein Vater. Weil Onkel immer kommt zu Besuch, gibt Geld, Vater gibt einmal im Eid, wenn überhaupt. Stimmt oder nicht? So, wer hat heute seinem Kind konkret gesagt, mein Sohn, ich liebe dich. Oder meine Tochter, ich liebe dich. Denn Allah Azza wa Jalla hat diese Gefühle erschaffen, damit wir sie aussprechen. Viele bis jetzt denken, es gehört nicht zur Männlichkeit, dass man seinem Kind sagt, ich liebe dich. Ich sage zu einem Kind, ich liebe dich. Obwohl Islam gekommen ist, damit wir diese Sachen untereinander verbreiten. Ein Mann sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, ich liebe diesen Mann. Er sagte, hast du ihm das gesagt? Er sagte, nein. Er sagt, geh zu ihm und sag zu ihm, ich liebe dich für Allah. Und er hat uns beigebracht, wenn jemand dir das sagt, du sollst ihm auch das kommunizieren. Möge derjenige dich auch lieben, für den du mich geliebt hast. So, die Liebe soll kein Schamwort sein, unter uns und unseren Kindern vor allem. Wer hat es seinem Kind heute gesagt, konkret? Also, vorhin haben gesagt, alle, wir lieben alle unsere Kinder. Aber diejenigen, die das dem Kind kommuniziert haben, wir lieben dich, wie viel sind es? Ich habe gerade gesehen, 2 oder 3. Also, anhand dieser Aussage, denken die Kinder, meine Eltern lieben mich gar nicht. Zweite Frage. Wie hast du diese Liebe
auch umgesetzt. Wer hat von euch heute seine Kinder mindestens 50 oder 60 Mal umarmt? Okay, Bruder, soll er an mir kleben oder was? Ein Tragetuch, der ist 5, 6, soll ich mit Tragetuch? Dann denke drüber nach. Eine Umarmung kostet dir wie viel? Eine Sekunde. 60 Mal ein Kind zu umarmen, 60 Sekunden, sind unsere Kinder nicht wert, eine Minute am Tag zu bekommen. Und natürlich, wie die Gelehrten sagen, Jam'a Taqdim, Jam'a Ta'khir, geht nicht hier. Komm, mein Schatz, 60 Mal drück ihn hinter, Allah, geh, wir sehen uns nächste Woche, ich habe dich 300 Mal umarmt. Nein. Sondern du verteilst sie am Laufe des Tages. Denk drüber nach. Dein Kind steht gerade auf. Schatz, ich habe dich vermisst. Komm, umarme mich. Hab dich lieb. Komm, zieh deine Hose. Ah, ich habe dich vermisst. Umarm. Du kannst, während sie sich vorbereitet für die Schule, schon 5 bis 10 Mal mindestens umarmen. Ist von der Schule zurückgekommen, vor der Tür. Ah, Schatz, bist gekommen. Umarmen. Hat sie ihre Schuhe. Ah, komm, ich habe dich vermisst. Das dauert eine Sekunde. Beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Vorbereiten zum Einschlafen, während du sie im Bett gelegt hast, 60 Mal ist Standard. So merkt ihr, wie geistig sind wir mit Liebe, mit unseren Kindern. Und diese Umarmung, das, Allah Azza wa Jalla hat es nicht umsonst gemacht. Yani, wenn das Kind zum Beispiel, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, Kinder beim Stillen, die brauchen diese Nähe zur Mutter. Nicht nur, weil die Milch wertvoll ist und was weiß ich, hätte man mit Maschine einfach alles saugen können, abpumpen können und das Kind das im Mund geben und das war's. Aber diese Nähe zu den Eltern oder zu der Mama, diese Geborgenheit, dieses Gefühl, diesen Geruch zu riechen, diese körperliche Berührung, das befriedigt das Kind mehr als nur noch das Milch zu trinken. Und sobald das Kind bei uns 2 Jahre geworden ist, und an diese Sünde halten sich viele, Alhamdulillah, 2 Jahre wurde abgestillt. Für ihn, die Umarmung wurde abgestillt. Ab heute gibt es keine Liebe mehr. So, das soll aber fortlaufen. So, wer hat seinem Kind heute das gesagt? So oft, ich liebe dich, 50, 60 Mal. Wer hat sein Kind heute 50, 60 Mal umarmt? Das müssen wir. Und hast du mal dein Kind gefragt, mein Sohn oder meine Tochter, liebst du mich? Weil wir unsere Kinder auch wiederum selbstverständlich lieben, wir denken, sie lieben uns selbstverständlich. Weil du denkst, nur weil du Essen und Trinken gegeben hast, der muss dich lieben. Die lieben dich vielleicht aus der Natur, weil der ist der Versorger. Aber die Liebe von Respekt, die Liebe von Qudwa und so weiter, das haben wir gar nicht erfragt. So, wer hat sein Kind mal gefragt, zumindest heute, gestern, gefragt, komm mein Sohn, hast du mich lieb, liebst du mich? Und wenn ja, was liebst du an mich? Probiert mal das mit euren Kindern. Und ich sage euch, wenn dein Kind, und das ist der Test für euch, wenn dein Kind sagt, überleg dich ein paar Sekunden, dann sag, ich liebe dich, wisse, deine Liebe in seinem Herzen ist erschüttert. Frag ihn, wer bin ich? Du bist Papa. Liebst du mich? Überlegt sich. Ja. Irgendwann, er hat auch Schamgefühl. Er sagt, ja, ich liebe dich, Papa. Wenn du wüsstest. Aber das weißt du jetzt nicht. Warte, bis ich 16 bin. Ah. Und dann kommen die Schmerzen im Herzen. Ihr kennt das. Dann merkst du, wie das Kind plötzlich keine Lust mehr zu Hause zu sein hat. Keine Lust hat, zu Hause zu sein. Plötzlich hat er eine neue Gruppe kennengelernt. Komm, wir gehen zur Moschee. Geh du alleine, ich will nicht. Und dann erst beginnst du die alten Dokumente. Mein Sohn, was habe ich gegen dich gemacht? Mein Sohn, ich liebe dich doch. Ha, jetzt haben es andere schon gesagt. Ja, mein Sohn, was habe ich gemacht? Da hättest du damals fragen können. Hatte er jetzt gar keinen Bock, mit dir zu reden? Lass mich, er sperrt sich in sein Zimmer rein, er geht raus, kommt nachts. Ich sage es nicht zu spät. Mit Erwachsenen oder
Spätpubertären zu sprechen, das ist auch ein Thema für sich. Aber jetzt, fang an. Mein Kind, liebst du mich? Wenn er sich überlegt, bisschen, dann hake nach. Warum denn? Warum, schau, ich liebe dich so sehr. Warum du liebst mich nicht so sehr? Ja, aber du bist nie zu Hause. Ach, das heißt, er hat dir einen Funken gegeben. Arbeite drauf. Mach dir mal eine Stunde vielleicht. Wenn du nie zu Hause bist, mach dir ein, zwei Stunden pro Woche. Nur für dein Kind. Wenn du schon zwei Stunden zu Hause bist und er sagt, du bist nie da, dann lass es drei werden. Bis du das Gefühl hast, du stillst, du befriedigst die Anwesenheit im Leben deines Kindes. Einige werden sagen, ja, warum soll ich dich lieben? Du liebst ja eh meine Geschwister mehr als ich. Dann spürst du, er hat das Gefühl, dass du mehr Aufmerksamkeit auf die anderen gibst als bei dem. Dann versuchst du wiederum, wie gesagt, die Erziehung anzupassen. Und das sind Dinge, die wir mitnehmen sollen, liebe Geschwister. Liebst du dein Kind? Wenn ja, dann hast du ihm das gesagt. Und wenn ja, hast du ihn so oft umarmt und ihm das körperlich in der Nähe gezeigt? Und wenn ja, dann frage ihn, ob er dich liebt. Wenn ja, das ist gut. Und wenn er zögert, dann musst du daran arbeiten. Es blieb für mich ein letzter Punkt. Letzten Punkt für heute. Und ihr merkt, ich versuche von überall ein bisschen zu nehmen, damit ihr nur ein paar Anstoßgedanken bekommt. Jeder von uns möchte, dass seine Kinder so leben wie er. Okay, es gibt natürlich Eltern, die wissen, die machen dies und dies in Haram oder falsch. Er möchte nicht, dass sein Kind so lebt wie er. Sagen wir mal so, er möchte, dass sein Kind so lebt, wie der Vater sich am besten vorstellt. So werde ich stolz auf mein Kind sein, wenn er das macht. Und ich gebe euch heute den Schlüssel der Erziehung. Nicht mehr und nicht weniger. Alles, was ihr lernt über Erziehung, dreht sich um diesen Punkt. Du möchtest, dass dein Kind das macht, was du willst. Stimmt's oder nicht? Nein. Möchtest du, dass dein Kind die Werte verinnerlicht, die du verinnerlicht? Inshallah, hoffentlich, du hast nur gute Werte. Alhamdulillah. Tai. Glaubt ihr, wenn du, mashallah, Montag und Donnerstag fastest und Qiyam al-Layl machst und Koran auswendig kennst, wird dein Kind dich als Vorbild nehmen? Automatisch? Was denkt ihr? Und du kennst viele Hadithe auswendig und du bist der beste Bruder in der Moschee und glaubst du, dein Kind wird dich als Vorbild nehmen? Erfahrungsgemäß leider, möge Allah uns bewahren und die nächsten Generationen bewahren, wenn ihr guckt, die Generationen, die die Moscheen vor 30, 40, 50 Jahren geführt haben, sie waren Leute, die die Moscheen hier Backstein für Backstein gebaut haben. Von ihrem Geld und Zeit und Mühe alles gegeben haben. Und bis jetzt, viele von denen sind Tag und Nacht in der Moschee. Und du sagst, Bruder, hast du keine Kinder? Doch, 5, 6, 7. Warum kenne ich keinen einzigen von denen? Die sind alle woanders aufgewachsen und nicht mehr in der Moschee gekommen. Warum? Weil der Vater dachte, nur weil er gut ist und das Beste macht für Allahs Haus und so, sein Kind wird sowieso sein wie er. Aber das ist nicht der Fall. So, ich gebe euch heute einen Tipp, was ich Allah darum bitte, dass er bei mir auch macht. Erziehung läuft so. Dein Kind wird dich nie als Vorbild nehmen, wird nie richtig auf dich hören, wenn er dich nicht als Vorbild sieht. Und wird er dich auch nie als Vorbild sehen, wenn er von dir nicht begeistert ist. Und er wird nie begeistert sein von dir, wenn er dich nicht liebt. Habt ihr es verstanden? Fertig. Ein Qudwa, ein Vorbild kann es man nie werden, wenn man die Person gegenüber nicht begeistert. Manchmal die Leute gucken einen Fußballer, wie er spielt. Boah, guck, oh, der begeistert einen. Am nächsten Tag geht, macht seine Frisur. Eine hässliche.
aber man macht es trotzdem. Du sagst immer, Wildi, Allah yadik, wal qaza, wal qutlak, wal shufa, nabwak, imam, rasi kidai, unta kidai. Bla, bla. Weil du bist, du begeisterst ihn nicht. Er sieht nicht in dir etwas, weshalb er sagt, wow, mein Vater ist etwas Besonderes, ich will sein wie er. Was sieht er zu Hause? Schreien, schimpfen, nein, dies, jenes, Liebe, kaum. Du bist gut, du machst Qiyam al-Layl, aber das ist etwas, was du für dich zwischen dir und Allah machst. Was habe ich von dir als Mensch? So willst du, dass dein Kind auf dich hört, du musst sein Vorbild sein. Und du wirst nicht sein Vorbild sein, wenn er von dir nicht begeistert ist. Aber wie kannst du von etwas begeistert werden, was du gar nicht magst? Ja, nee, meinetwegen. Es gibt auch Kinder, die gar nicht so aussehen wollen wie der Fußballer XY. Warum? Weil die mögen eher zum Beispiel schwimmen. Die sind nicht für Fußball interessiert. So, der kann auch der beste Fußballer der Welt sein. Diese Disziplin interessiert mich nicht. Ich mag es gar nicht. Ich liebe es nicht. So, wenn du der Beste bist, aber zu Hause bist du wie eine unbeliebte Disziplin bei deinem Kind, dann wird er dich nicht lieben, wird er von dir nicht begeistert sein und dann wird er dich nicht als Vorbild nehmen. So, wie kannst du es schaffen, dass dein Kind dich liebt, dass du ihn begeistert, dass du als Vorbild siehst? Das ist, was ihr mit euren Kindern nach und nach lernen musst. Ich habe euch heute nur einen Punkt gegeben. Diese drei Fragen, beantwortet sie zu Hause. Versucht sie, inshallah, yani, aufzubauen. Und wenn Allah Azza wa Jalla uns ermöglicht, irgendwann euch nochmal zu treffen, dann können wir über andere Bedürfnisse unserer Kinder sprechen. Und wenn wir wiederum die Schlüssel davon bekommen, dann weißt du, was du alles zu Hause einsetzen kannst. Wer kann die drei Fragen beantworten? Was, nee, nicht beantworten, nochmal wiedergeben. Die drei Fragen, weshalb du eigentlich dein Kind lieben solltest. Oder warum du dein Kind liebst. Hast du das ihm kommuniziert? Jazakallahu khairan. Nächste Frage, damit du weißt, ob du dein Lieb... Übrigens, das, was ich gesagt habe vorhin. Laut einer Statistik, die Fachleute gemacht haben, sogar Dr. Mustafa Abu Sa'd selber hat es geführt. Er sagte, das Ergebnis von über 300 erziehenden Mutter und über 38 Fachkräfte der Erziehung hat er befragt. Wisst ihr, anhand dieser drei Fragen und deren natürlich Abspalten, zusammengefasst, wisst ihr, wie viele Eltern ihre Kinder lieben? 9, 10%. Und 90% wissenschaftlich lieben ihre Kinder nicht. Obwohl sie sagen, wir lieben unsere Kinder. Deswegen, das, was ich euch gebe, damit du, bi'iznillah, langsam zu den 10% gehören solltest, die ihre Kinder lieben. Das heißt, du solltest ihnen kommunizieren. Zweite Frage ist was? Hast du ihn öfter umarmt? Wann hat dich deine Eltern umarmt, letzte Mal? Um die 60 Mal. Wann haben dich deine Eltern umarmt das letzte Mal? Ich weiß nicht, wann war das? Wo ich vom Krankenhaus gekommen bin. Astaghfirullah. Möge Allah dich gesund machen. Vor einem Tag. Vor drei Tagen. Vor drei Tagen war was? Faschingtag oder sowas? Nicht, ne? Daher, ist eine gute Sache. Umarmen. Und? Genau. Hat jemand, warum frage ich immer die? Wie die Polizei befragt. Wo sind andere Kinder? Ich habe keine Ahnung. Du weißt nicht, was die Frage ist. Ha. Zu Ende. Ich frage den Jungen da. Auf jeden Fall. Meine Frage zu dir. Haben dich deine Eltern öfter gefragt, mein Sohn, liebst du mich und so? Ja? Wann war das letzte Mal? Vor zwei Tagen. MashaAllah. Normalerweise ist es eine Tagesdosis. Frag nur deinen Vater, wann das letzte Mal, wo du Kaffee getrunken hast? Ja, jeden Tag früh. Und ich bleibe nur bei Kaffee, will nichts anderes erwähnen. Bei anderen sind 20 Mal am Tag. Möge Allah Hidayah geben.
So, das heißt, eine Tagesportion. Ja? Und dadurch, ja. Nochmal, wie? Ich habe gesagt, ein Freund von mir hat mir gesagt, meine Eltern haben mir zwar gesagt, noch nie gesagt, dass sie mich lieben, aber jedes Mal, wenn sie mir Marmita auf den Tisch gelegt haben. Marmita. Wallah, die lieben mich auch, wenn sie mir Marmita geben. Ja, aber Bruder, guck mal, du bist Erwachsener, okay? Magst du nicht von deiner Frau hören, ich hab dich lieb? Magst du nicht, dass deine Kinder sagen, Baba, du warst heute lang auf Arbeit und wir haben dich vermisst, wir lieben dich. Wärst du nicht glücklich? Du hast nicht mehr Gefühl als deine Kinder. Sondern du bist vielleicht, ich will nicht sagen aufgebraucht, ja? Aber du hast öfter Liebe, Liebe, Liebe und so weiter. Und du kannst mit deiner Art und Weise Liebe, ne, für Liebe sorgen, dass die Leute dich lieben. Du engagierst dich für die Gemeinde und du kriegst viel Feedback. Aber dein Kind, von wem wird es bekommen? Nicht von seinen Eltern. Und deswegen möge Allah Azza wa Jalla uns auf dem Weg machen zu einer gesunden und guten Erziehung. Habt ihr irgendwelche offenen Fragen zu diesem Thema? Irgendeine Frage, die wir kurz beantworten können? Tafadda. Ja. Wie begeistert man das Kind? Ich beantworte das, inshallah ta'ala. Wie kann ich dann mein Kind begeistern? Begeistern? Ich kann... Schau mal, die Sprache... Wir haben ungefähr... Yani prozentuell gesehen, die Informationen, die wir geben, 7% basieren auf Aussagen. Yani wenn ich rede, was am Ende ankommt, 7% bei Kindern vor allem, ist, was ich wirklich gesagt habe. Ungefähr 38% von der Info kommt durch die Ton, die Melodie. Und genau, und 55% ist die Körpersprache. Ja, bei jedem Kind, wenn ich einen Chinese hole, und angenommen, ich könnte sogar Rifia, Terifit, der wird heulen, obwohl er kein Wort verstanden hat. Warum? Weil mein Körpersprache, mein Ton ist so hart. Er fasst es auf als beschimpfen, du bist nicht gewollt und schreien. Selbst wenn die 7%, ich sage, ich habe dich lieb, du bist der beste Kind des Welt, du bist so, ohne dich kann ich nicht leben. Er wird schreien. Und wenn ich aber Giftwörter spreche, auf, oh, yo, mein Sohn, wenn ich könnte, ich würde dich im Fleischwolf reintun, oh, guti, guti. Du wirst dann auch wie die leckerste Frikadelle der Welt schmecken. Und die wird dann, wow, der wird lachen. Und das ist, was die Medien öfter mit uns machen. Reden dir schon durch die Blume, wir schneiden euch, so. Und du sagst, ja, Respekt, Menschenrechte, verstehst? So begeistern auf diese Art und Weise, er will irgendetwas machen, zeigen, oh, du willst das machen, oh, interessant, mein Sohn, oh, warum? Und was hast du davon am Ende? Er sagt, ich baue dies, ich mache das, er bringt nur Karton und macht Klebebänder, boah, oh, schön. Du zeigst ihm Interesse an dem, was er macht, glaub mir. Wenn er nächstes Mal irgendetwas machen will, der Erste, mit dem er reden will, Papa, ich will, warte, wann kommt Papa? Ich will ihm zeigen, was ich morgen vorhabe. Warum? Du zeigst diese Empathie und diese Begeisterung von dem, was er auch macht. Aber wenn der sagt, Papa, weißt du, was? Nächstes Mal, wenn er etwas haben will, bloß Papa nichts sagt. Du bist dann der Letzte bei ihm in der Liste, mit dem er seine Gefühle reden will oder was er in der Schule erlebt oder seine Probleme oder sogar die Scheinargumente der Religion. Jemand flüstert ihn im Kopf, Isa alaihi salam, Sohn Gottes, dies und jenes. Er will darüber reden, wenn er kommt zu dir. Schnu, Isa,
مسخوط محش ودي الشيء اللي قال لك الشيخ امين في الجامعه نسيت كل شيء ها هو اللي بغينا زوجش ميدان فاطش بخي لي بايش فيغ دي كافر ابو فايم زاكي سامع الله لمن حميده so von daher diese art von begeisterung lässt ihn immer in seine liste papa bei mir ist nummer 1 wenn er etwas will auch wenn du urlaub gehen willst der ort könnte nur zwei straßen weiter irgendein spielplatz mein sohn weißt du was wir vorhaben komm ich weiß du magst gern eis oder was für sorte eis magst du oh ich mag das und du erinnerst dich damals wo du gerutscht bist rutscht du magst gerne rutschen ja wie wäre es wir gehen heute um 19 Uhr nicht 19 Uhr okay sommer vielleicht wir gehen eis kaufen und wir gehen diesen dingens und wir werden dort rutschen und danach machen wir das rede mit ihm mit begeisterung die ton du zeigst ihm dass diese sache so wichtig ist dass er selber interesse daran bekommt aber so well day wir gehen da irgendwo ja pack deinen koffer geh komm geh mal ein bisschen frische luft wir stecken hier im haus komm gehen wir an dem spielplatz nebenbei er denkt dieser spielplatz ist eine strafecke verstehst so mit ton mit sprache mit gestik mit mimik kannst du auch etwas normales besonders so wie gewürze im essen und vor allem vorhin habe ich gesagt du kannst qiyam al-layl machen quran auswendig dich können und so weiter aber wie gehst du mit mir um gehst du wie viele leute ma sha allah bart qamis und wenn du mit ihm tijara machst betrug Du hast ihm Geld ausgeliehen, du willst dein Geld zurück, hast mir nichts gegeben. Du gehst mit ihm auf Reise, du stellst ein ganz anderes Gesicht. Irgendwann, du hast das Gefühl, dieses Bild hier entspricht nicht das, was mir gefällt. So dein Koran und Salah und alles ist gut für dich, aber wenn du mit mir ein gutes yani, Miteinander sein hast, irgendwann begeistert mich das von dir, dass ich liebe das, was du machst. Und durch den Umgang liebe ich das, was du tust. Und kann ich dich dann im Nachhinein nachmachen, dann wirst du mein Vorbild. Also es ist wie gesagt ein Paket. Es gibt nicht etwas, wo du es heute tust und dann bist du der beste Erzieher, sondern eins baut auf dem anderen. Damit der Vortrag nicht viel länger wird als sonst, ich danke euch herzlich, dass ihr inshallah gekommen seid und dass Moschee Bilal hier in Frankfurt dieses Treffen ermöglicht hat. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Kinder beschützen und bewahren von jeglichem Übel. Möge Allah Azza wa Jalla yani uns als gute Vorbilder für unsere Kinder machen und bi'iznillah die zu uns als Qurratu Ayn machen. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka natubu ilayk. Und bis zu einem anderen Mal. Wa jazakum Allahu khair.